Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch. Ihr Lieben, ich habe so lang darauf gewartet, dieses Video jetzt endlich drehen zu dürfen. Und zwar jetzt nicht nur ein paar Wochen, sondern tatsächlich, seitdem wir hier in dieses Haus eingezogen sind, freue ich mich auf das, was ich jetzt heute machen möchte, das, was ich euch endlich zeigen kann. Ich bin so happy, wirklich. Ihr werdet es wahrscheinlich gleich verstehen, aber wir laufen jetzt einfach mal zusammen. Also hier hinten ist die Küche, ja? Ihr wisst jetzt vielleicht dann nämlich, wo ich dann gleich sein werde und was neu sein wird. Das Chaos im Hintergrund. Hoppala. Aber ignorieren wir jetzt. Aber wer von euch weiß jetzt, wo wir sind? Wir sind gerade aus unserer Küche auf unseren Balkon gelaufen. Wisst ihr, wie happy ich bin, dass ich das jetzt sagen kann, dass unser Balkon, ist hell hier draußen, gell? Dass unser Balkon endlich nahezu fertig ist. Es ist so schön. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie happy ich bin, dass wir endlich eine Fläche hier draußen haben, wo wir uns schön hinsetzen können, weil unser Garten ist ja nach wie vor noch nicht so, wie er sein sollte. Das ist das Nächste, was jetzt dann aber ansteht. Aber ja, wir haben uns hier jetzt wirklich schon eine kleine Wohlfühloase geschaffen, gerade jetzt im Sommer. Wir sitzen eigentlich so gern draußen und können es jetzt endlich, seit wir hierher gezogen sind, wieder. Und es ist einfach nur schön. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie er jetzt aussieht. Ich habe dann nämlich die ganzen letzten Wochen und Monate immer hier für euch drumherum gefilmt, dass ihr das noch nicht seht, weil ich es euch einfach zeigen wollte, wenn es ja fertig ist und wenn ich mit meinem Feinschliff komme, mit meiner Deko. Das machen wir nämlich jetzt heute zusammen und ich freue mich. Oh, es ist so schon wunderschön, aber es fehlt einfach noch was. Ihr werdet auch gleich sehen, was. Und es ist einfach nur, es macht mich so unglaublich glücklich, dass jedes Mal, wenn ich hier draußen bin, eigentlich fast anfangen könnte zu weinen. Ja, weil es mich einfach so glücklich macht, dass dieser Meilenstein im Haus jetzt geschafft ist. Ne, und du freust dich auch? Jetzt zeigen wir mal, wie es hier aussieht, ne? Zeigen wir das jetzt? Er ist gerade aufgewacht. Perfekt, dass wir nämlich auch gleich los können. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, ja, wie es jetzt aussieht. Dafür drehe ich euch jetzt um. Also, wir kommen hier aus der Küche raus und haben dann jetzt hier den Balkon. Da haben wir... das waren die Babyfinger, die gehören da nicht hin. Da haben wir jetzt einen neuen Tisch. Die Stühle hatten wir schon. Und dann stehen hier auch schon ein paar Sachen. Da mein absolutes Highlight. Einen absoluten Traum, den ich mir da erfüllt habe mit meinem Hängesessel. Ich liebe es. Und hier wäre auch noch was. Das habe ich selber gebaut. Denn dahinter, sieht man das, haben wir einen zugemauerten Fensterausschnitt, der noch nicht verputzt ist. Und da habe ich gedacht, wenn der Balkon jetzt so schön ist, müssen wir da jetzt was, ja, davor machen, dass das nicht mehr so hässlich aussieht. Und da habe ich einfach das davor gebaut. Und ihr seht überall leere Blumentöpfe hier und hier. Und die wollen, entschuldigt bitte, so, und die will ich jetzt gerne mit euch und dem Erik zusammen füllen. Das heißt, wir machen uns jetzt gleich auf in einen Gartenmarkt und kaufen, ja, endlich meine Blumen für diesen Balkon hier. Und ich glaube, das wird nochmal den allerletzten Feinschliff geben. Aber ey, also allein schon, dass wir jetzt abends schon immer hier draußen sitzen können, wenn die Kinder im Bett sind und ich sitze permanent in diesem Sessel. Ich habe auch jetzt tatsächlich wieder angefangen zu lesen, weil ich, ja, ich sitze so gern hier draußen und genieße die Temperaturen dann abends, die frische Luft und einfach auch mal durchatmen. Und wir haben auch schon hier draußen gegessen, mein Mann und ich, nachdem die Kinder im Bett waren. Einfach mal ganz in Ruhe zu zweit. Ich sag euch, das ist einfach ein wahr gewordener Traum, wenn man das so lange nicht hatte.
Also zwei Sommer konnten wir das tatsächlich nicht machen. Und einfach draußen im Garten, ja, wenn da noch nicht so schön ist und alles auch noch so dreckig. Ich kann euch nachher auch nochmal zeigen, wie der Garten aktuell aussieht. Aber es ist einfach, man setzt sich nicht gerne daraus. Wenn man dann abends frisch geduscht hat und dann möchte man einfach, nee. Und jetzt können wir das wieder und wir sind so glücklich, mein Mann und ich. Das macht so Spaß. Und ja, ich zeige euch vielleicht nochmal kurz ein paar Details. Möchtest du gerade noch kurz ein bisschen spielen? Dann kann ich noch was zeigen. So, Bibi spielt gerade. Wir haben uns hier für einen WPC-Boden entschieden. Das ist so eine Mischung aus hellgrau und beige. Ich hätte es gerne noch ein bisschen beigeiger gehabt, das gab es aber nicht. Wir haben uns hier eben dann für diese Holzseite entschieden und die Brüstung hier von dem Balkon ist tatsächlich auch die gleiche WPC-Diele, nur auf der anderen Seite. Das heißt, diese schöne Holzseite haben wir dann jetzt außen und es sieht total toll aus. Eben dann mit diesen Pfosten, die man dann von außen sieht und dann diese Holzseite außen. Also richtig, richtig schön. Das hat mein Mann übrigens alles komplett selber gebaut. Die komplette Unterkonstruktion, dann alles, was da oben drauf kam. Ich habe den Part übernommen. Diese ganzen grauen Teile hier, ja, da sieht man unseren Garten im Hintergrund, sehr schön, ne? Diese ganzen grauen Elemente habe ich gestrichen. Ich finde, das ist auch echt schön geworden. Passt dann eben zu unseren Fenstern. Und genau, es sieht echt schön aus. Ich muss euch das nachher auch mal von außen zeigen. Das sieht nämlich echt richtig toll aus. Und ja, jetzt habe ich mich eben dann hier schon für so ein paar Blumenkästen entschieden, so innen hängende. Aber ich muss die Linse wieder sauber machen, da ist das Baby gerade voll drauf gepatscht. Genau, so die Blumenkästen, dann die hier. Diese Pflanzkübel, die habe ich ja schon Ewigkeiten. Ich weiß nicht, wer mir schon so lange folgt, aber die habe ich damals, ungefähr ein halbes Jahr, nachdem wir hier eingezogen sind, mit dem Leo damals, da war der ja noch ein knappes Jahr alt, hier gekauft. Und die haben seitdem tatsächlich auf ihren Einsatz gewartet. Das heißt, jetzt endlich, ne, kommen sie zum Einsatz. Und genau, dann haben wir hier den Sessel und dieses kleine Beistelltischchen und diese Laternen, die leuchten abends. Das sind so Solarlaternen. Ich kann euch übrigens auch gerne alles verlinken, was wir hier gekauft haben. Ich liebe diesen Sessel. Das ist so ein wahr gewordener Traum. Und genau, das hier, das habe ich tatsächlich aus einer alten Palette gebaut. Habe ich selber gebaut. Mein Mann hat mir nur ein bisschen mit dem Zuschnitt geholfen, aber ansonsten alles selber verschraubt und angestrichen und so weiter. Und dazu dann eben hier diese schönen, unterschiedlich großen Töpfchen gekauft. Und da kommen dann jetzt so richtig schöne Blumen rein. Und ich finde, dann sieht man diesen Schandfleck dahinter, den wir irgendwann mal noch machen müssen, sieht man dann gar nicht mehr. Und das kann ich mir richtig schön vorstellen, wenn man dann hier so ein bisschen Blumen im Hintergrund hat und hier. Ja, ich glaube, es wird wirklich sehr schön. Ich freue mich so, jetzt mit euch Pflanzen shoppen zu gehen. Das ist einfach nur schön. Hier oben haben wir übrigens gerade so ein Sonnensegel. Das bleibt aber nicht so. Das ist noch nicht die optimale Lösung für uns. Aber ja, nach und nach. Hauptsache, wir können jetzt erstmal hier draußen sitzen. Jetzt fahren wir aber los. Ich freue mich so. Ihr Lieben, Ford mitnehmen hat nicht geklappt, weil es lief die ganze Zeit Radiomusik. Und ich weiß genau, dass YouTube mir dann dieses Video sperrt, weil ich natürlich keine Rechte habe, diese Musik zu verwenden. Deswegen, ja, musste ich jetzt einfach ohne euch shoppen. Und aber ihr seht, der Wagen ist voll. Mehr hätte tatsächlich auch nicht reingepasst mit dem Baby noch. Und ich zeige es euch gleich auch nochmal genauer, wenn ich das jetzt dann auch ins Auto einlade. Aber vielleicht könnt ihr schon erahnen, mein Farbkonzept, ich habe ein Farbkonzept, es wird alles in blau-weiß. Und ich freue mich da so drüber, was ich für schöne Schätzchen gefunden habe. Ich muss aber auch dazu sagen, das hatte ich schon so halbwegs befürchtet. Jetzt um diese Jahreszeit kriegt man natürlich nicht mehr so eine Riesenauswahl. Ich habe, denke ich, trotzdem noch richtig schöne Sachen gefunden. Aber es werden nicht alle Töpfe befüllt werden. Also ich werde, glaube ich, nur zwei von den vier Balkonkästen jetzt pflanzen. Und auch nicht alle diese Töpfchen, die ich gekauft habe an dieser Wand, an dieser Sprossenwand. Das werde ich dann einfach im Frühjahr alles schön neu bestücken. Aber jetzt so ein bisschen was habe ich mitgenommen und da freue ich mich sehr drauf. Schaut mal, ich habe hier wunderschönen
blauen Enzian mit noch ganz, ganz vielen Zonenblüten mitgenommen. Hier so eine, so ein gemischtes Töpfchen noch mit Petunien. Was das ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Dann habe ich hier weiße Schafgarbe. Eine wunderschöne, ich weiß gar nicht, ob das auf der Kamera so gut rauskommt, aber eine wunderschöne blaue Hortensie. Ich liebe Hortensien. Das war mein großer Wunsch für den Balkon in diese großen Kübel. Das sieht auf der Kamera jetzt irgendwie so lila aus, aber das ist so ein wunderschönes, helles Blau. Dann haben wir hier ein China-Schiff. Da hinten ist noch eine weiße Hortensie. Auch richtig, richtig schön. Und irgendwo hat sich noch was versteckt. Hier ist mein Baby. Ja, genau, hier. Salbei. Auch mit wunderschönen blauen Blüten. Also schaut euch mal bitte diese Blüten an. Oh mein Gott. Ich bin verliebt. Jetzt muss das alles in den Kofferraum. Und dann können wir es zu Hause auf dem Balkon pflanzen. So, Kofferraum ist voll. Gerade so alles reingepasst. Meine ganzen schönen Blumen. Wie toll das jetzt hier schon so aussieht. Aber ihr hört's, Erik will nach Hause. Der ist müde. Boah, ist das hell. Wieder zu Hause. Und ich dachte, ich habe Erik jetzt erstmal ins Bett gebracht. Der war hundemüde. Ging Gott sei Dank mit Schnuller noch kurz überbrücken die Fahrt. Aber ich dachte, bevor ich jetzt hier alles voller Pflanzen stelle, machen wir nochmal kurz ein Vorher-Nachher. Weil ich finde, dann kommt es nochmal so richtig deutlich raus, was jetzt hier die Pflanzen, ja, an der Optik nochmal so richtig verändern. Also ich freue mich jetzt gleich selber auf dieses... Und ist das halt auf dieses, ja, auf diese Blüten- und Farbexplosion, die jetzt hier gleich auf dem Balkon stattfindet. Also machen wir nochmal hier, ne? Da, dann hier, hier, da und da. Genau, das muss ich hier gleich dann auch noch aufräumen. Das habe ich gerade noch gebraucht. Aber ja, jetzt werde ich hier erstmal alles herholen und dann... Warte, ich muss nicht anfangen zu weinen. Ich freue mich so drauf, hier jetzt diese Pflanzen hinzustellen. Und was das jetzt gleich für einen Effekt haben wird, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie glücklich mich dieser Moment jetzt hier gerade macht. Also, ja, legen wir mal los. Ich habe jetzt alle Pflanzen hochgeholt. Mensch, das sieht auf der Kamera so lila aus. Das ist aber eigentlich ein richtig schönes Himmelblau. Schade. Na, vielleicht sieht es bei euch auch wieder anders aus. Aber was ich jetzt zuerst machen werde, ich muss jetzt unbedingt diese Schönheiten hier auf die großen Kübel verteilen. Das möchte ich jetzt als allererstes sehen, wie das aussieht. Dann werde ich zwei von den Balkonkästen bepflanzen und dann einfach mal schauen, was ich hier noch reinsetze und dann einfach schauen, wie es reicht. Aber, oh Gott, ich freue mich jetzt schon so. Oh Gott, es steht jetzt alles hier. Ich muss das jetzt direkt da reinsetzen. Ihr dürft zuschauen. Schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, wer von euch kennt diesen Vlog noch. Vielleicht habe ich ihn euch auch hier oben irgendwo verlinkt, wo ich mit dem Leo diese Kübel gekauft habe. Und was mich noch besonders gefreut hat, ich bin ja ein Schwabe, durch und durch. Aber wenn mir was gefällt, dann gebe ich da auch gerne für Geld aus. Die Hortensien, das ist wirklich keine günstige Pflanze. Die sind auch winterhart, die sind besonders so gezüchtet worden, dass die besonders lange blühen, besonders viele Blüten haben. Und jetzt waren die tatsächlich an der Kasse 50% reduziert. Das habe ich jetzt 2 zum Preis von einem gekriegt. Gott, sind die schön, mein Gott. Ich liebe mich. Ich liebe sie jetzt schon. Und ich habe mir jetzt überlegt, der... Wie heißt das nochmal? Der Zwerg-China-Schilf kommt jetzt da rein. Daneben kommt die blaue Hortensie und die weiße, die wird hier reinkommen.
ich meine gleich wirklich, Gott, das sieht so schön aus. Das macht so viel aus. Schaut doch mal bitte. Wie schön sieht es aus. Mit dieser Laterne auch noch davor. Oh mein Gott, und dieses China-Schiff war tatsächlich was ich mir offen gelassen habe. Ich wusste, ich möchte irgendwas zu den Hortensien, sowas Gräsermäßiges. Aber wie schön sieht das bitte nebeneinander aus. Oh mein Gott, und guckt mal. Gut, so diese Ecken, ne, die müssen wir natürlich irgendwann noch schön machen, aber wow. Wusstet ihr übrigens, dass es gar keine naturblauen Hortensien gibt, sondern dass das eigentlich rosane sind, die mit einem bestimmten Farbstoff eingefärbt werden. Das heißt, die muss man auch jedes Jahr neu mit diesem Farbstoff dann, ich glaube, im Frühjahr bestücken. Sonst kriegt man da irgendwann rosa Blüten raus. Wusste ich auch nicht. Aber ja, das werde ich dann auf jeden Fall machen. Oh Gott, ist die schön. Okay, ich muss weitermachen. Sonst wird der Erik wach, bevor ich hier mit allem durch bin. Das heißt, ich werde mir jetzt da hinten die Balkonkästen schnappen und so ein Enzian neben so eine Schafgarbe setzen und dann einfach mal schauen, wie das da nebeneinander wirkt. Es wird so schön, es wird so schön. Schaut mal. Guckt euch jetzt mal allein schon diesen Blick an. Oh Gott, ich liebe es. So habe ich es jetzt mal eingepflanzt. Kriegen natürlich auch gleich noch Wasser. Sogar der Enzian wirkt hier auf der Kamera lila. Also er ist blau. Ist richtig schön blau mit ganz vielen geschlossenen Knospen noch. So habe ich es jetzt mal arrangiert. Und jetzt widme ich mich dieser Wand und schau mal, wie ich jetzt die restlichen Blumen hier noch verteile. Ich habe überlegt, ich habe draußen vor der Tür noch meinen kleinen Pflanzkorb. Da sind immer noch die Blumen von früher drin und die weißen Petunien. Die könnte ich vielleicht hier in diese kleinen noch umsetzen. Dann kann ich die auch noch da reinstellen, weil das vorne, das sieht jetzt nicht mehr ganz so fresh aus, aber die blühen noch so schön und hängen vor allem auch so ein bisschen, weil die jetzt so lang sind schon, die Stiele. Vielleicht kann ich die dann da jetzt einfach gleich noch reinsetzen. Aber ja, jetzt ziehe ich erstmal meine Schaukel ein bisschen vor, dass ich da gut rankomme. Und dann setzen wir da die Pflanzen ein. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade wie im Urlaub. Oh Gott, ist das schön. Also diese kleinen Enzian müssten eigentlich jetzt perfekt hier auch in diese kleinen Dinger reinpassen. Ja. Oh. Unterschiedliche Größen. Ich denke, das sieht man auf der Kamera. Das hier sind die kleineren, dann habe ich hier noch größere und dann noch dieses ovale. Jetzt haben wir mal noch den anderen Enzian. Ich sterbe. Es sieht so schön aus. Das war übrigens hier oben ein Test. Seht ihr diese Leuchte? Das sind so Außenleuchten auch mit Solar und die wollte ich eigentlich auch hier auch ein bisschen auf die Balkonbrüstung draufsetzen, so neben die Blumenkästen, aber das Licht gefällt mir nicht und da oben gefällt es mir auch nicht. Deswegen, die werde ich wohl wahrscheinlich wieder zurückschicken. So, jetzt muss ich mal gucken. Es kann sein, dass ich die hier auch umtopfen muss. Oder passt die hier rein? Rein. Aber ist jetzt arg gequetscht, ne? Arg gequetscht hier oben mit dem. Vielleicht eins weiter runter. Kurz die Schafgarbe habe ich ja auch noch. Hier zwei. Aber wenn ich die Petunien da auch noch umsetzen will. Ja, ich glaube, die Petunien hole ich zuerst. Vielleicht kann ich die dann nebeneinander hier in dieses da, in das längliche reinsetzen. Ich glaube, das muss ich zuerst machen. Schaut mal, wer wieder wach ist. Pünktlich, wenn Mama fertig ist. Nie? Du siehst ja kleiner Mausezahn. Und Leute, ich sag's euch, ich komme überhaupt nicht damit klar, wie das jetzt hier aussieht. Es sieht aus wie im Urlaub.
Also an diesen Anblick muss ich mich echt das gewöhnen, im positiven Sinne. Es sieht so schön aus. Es sieht so schön aus. Mir fehlen echt selten die Worte, aber jetzt gerade ist es der Fall. Ich muss es euch jetzt zeigen. Und danach werde ich definitiv noch so lange wie es geht hier in meiner Schaukel sitzen und diesen Anblick genießen. Also, hier haben wir jetzt die weiße Hortensie. Da diese Kästen, die habe ich jetzt tatsächlich leer gelassen. Die werde ich auch noch abhängen. Und wenn es dann jetzt Richtung Herbst zugeht, werde ich dann da in die Ecke noch so eine schöne kleine Schale oder so stellen. Das wäre dann der einzige andersfarbige Farbtupfer, den ich dann hier gestatten würde, außerhalb von Blau und Weiß. Da wird dann irgendwie ein schöner Teller mit Kürbissen oder so hinkommen. Vielleicht auch noch irgendwie eine, gibt's eine, wie heißt denn diese Pflanze? Ich weiß nicht, irgendwas, was auch im Winter so weißlich blüht. Wenn es mir einfällt, blende ich es euch unten ein. Vielleicht kann ich das da noch schön hinstellen. Dann haben wir jetzt hier, ich zeige es euch ja gleich auch nochmal aus der anderen Perspektive, den China-Schilf und die blaue Hortensie. Dann da die beiden schönen Kästen. Und jetzt, passt auf. Tada! Schaut euch das an. Wie schön ist das bitte geworden? Ich drehe euch jetzt nochmal um. Schaut mal. Also, da habe ich hier unten jetzt den Salbei drin, hier den Enzian, da oben. Das ist meine gerettete, nicht wieder nach der Kamera krapschen, meine gerettete Petunie von vorne. Dann die beiden Schafgarben und da oben diesen Mix. Ich glaube, das eine ist auf jeden Fall auch Petunie und das andere weiß ich nicht. Ist das eine weiße Geranie? Ich habe keine Ahnung. Das stand nicht dran, aber ich meine, wow. Guckt euch doch mal bitte. Jetzt drehen wir der Vollständigkeit halber den Sessel so rum hin, dass es hübsch aussieht. Schaut doch mal bitte, wie das jetzt aussieht. Ich komme nicht drauf klar. Ich komme echt nicht drauf klar. Wow. Ich finde es so schön. Ich muss euch auf jeden Fall, wenn es heute Abend nicht regnet, noch zeigen, wie toll das aussieht, wenn die Laternen auch leuchten. Die sind so schön. So, so schön machen die das Licht. Und was das jetzt für einen Unterschied macht, wenn hier Pflanzen blühen. Weil das war nämlich das, was ich erreichen wollte, dass der Balkon an sich relativ neutral gehalten ist. Und durch diese Pflanzen, das jetzt richtig anfängt zu leuchten und ja, die Farbe zu geben. Genau so wollte ich es. Ja. Genau so. Und wundert euch nicht, das kann ich vielleicht auch noch dazu sagen, warum das hier so aussieht. Also zum einen wird das hier noch richtig befestigt. Nicht nach der Kamera hauen. Und das hier ist mit Absicht so, denn langfristig wird dieser Bereich hier geöffnet. Willst du mitfilmen? Wird dieser Bereich hier geöffnet, dass das nur bis hier geht, das Geländer. Und dann geht nämlich genau hier dann der, sorry fürs Gewackel, der Erik filmt mit, da geht nämlich genau hier dann die Treppe dann in den Garten runter und dann werden diese schönen Pflanzen hier dann wahrscheinlich da hinten in die Ecke wandern. Genau, aber deswegen sieht das jetzt hier noch an dieser einen Stelle nicht so perfekt aus. Aber ansonsten ja, ein kleiner Schwenk in den Garten. Es ist arg gewuchert. Da hinten haben jetzt die Kinder zumindest mal so ein bisschen, wo sie es schön haben. Aber ja, das steht jetzt dann, nachdem der Balkon fertig ist, steht das jetzt hier eben noch an. Und da hinten muss ich euch jetzt auch mal noch eine Aufnahme einblenden, wie da hinten wunderschön Kürbis und Melone wachsen. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ich bin ziemlich zuversichtlich, nachdem der Balkon jetzt so schön geworden ist hier, dass wir da den Rest vom Garten dann auch so hinkriegen und ich dann irgendwann hier ein Meer aus blauen und weißen Blüten habe, die schön sind, nicht so wie... Wir haben ja hier schon weiße Blüten, ne? Überall, aber die sind nicht schön. Keine Ahnung, was da alles wächst, aber ja. Ne? Und wir kuscheln uns jetzt hier in Mamis Lieblingsplatz. In Mamis Lieblingsplatz. Und genießen die neue
Die neue Aussicht. Oh, willst du noch mal was trinken? Schaut mal, so sieht es jetzt von meiner Perspektive aus zum Schaukeln. Oh, Schatz. Kriegst gleich was zu trinken. Ja. Wunderschön. Ja, also ich glaube, da hat wieder jemand Hunger oder Durst. Es ist so warm heute. Ne? Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Sagt mir mal gerne, was ihr von diesem Ergebnis haltet. Ich blende euch jetzt am Schluss, wie gesagt, noch ein, wie es aussieht mit beleuchteten Laternen. Schreibt mir mal, ob ihr mein Glück verstehen könnt. Wie so eine Mini-Oase in einem großen Chaos noch da draußen. Sprachlos. Jetzt muss ich auf jeden Fall auch noch gießen. Ne? Die Pflänzchen haben auch Durst. Au, 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 au. Au, 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 au. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Du bist meine kleine Gurke. Du bist meine kleine Gurke. Du bist meine kleine Gurke. Hm? Na, du winke, winke. Na, du winke, winke. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.